Recht herzlich willkommen zur 14. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir den Parachute getestet, wo ich dachte, dass das ein Fehlversuch ist, der dann doch beim Absenken nachher noch zu einem Erfolg wurde. Ja, und diesmal haben wir... Achso, ich wollte noch hier reingeguckt haben, weil ich habe letztes Mal alles schön angeguckt hier. Das hier sind tolle Sachen, habe ich gesehen, ne? Wegen dem... nicht Feststofftank. Ich glaube, Feststofftank habe ich letztes Mal gesagt. Flüssigkeitstank. Hier... war klar, und hier habe ich auch noch geguckt, aber was war das? Das habe ich nicht geguckt. Das ist ein Flügelteil. Reaction Wheel, da kann man wohl irgendwie was mit steuern dann. Und hier haben wir, ja, ein Cockpit. Eine Crew, und Crew Capacity ist auch 1. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, wir machen aber wahrscheinlich in diese Richtung oder diese Richtung weiter, müssen wir mal gucken. Gut, dann sind wir hier erst fertig. Wir können gerade noch hier in die Wissenschaft gucken. From Crawler Ray, kenne ich nicht, wo das ist. From Kerbin Highlands, okay, das werden die Berge da sein. Kerbin Upper Atmosphäre, okay, ein Launchpad, da können wir gleich unten schon was machen, naja. Und das hier ist Mystery Girl Observation while in space near Kerbin. Gut. Gehen wir hier raus und dann brauchen wir Auftrag. So, zwei Touristen. Alle schlechte Sachen, sind zwar gut zu machen, aber wir können die noch nicht durch die Gegend fliegen. Was ist das? Okay, da muss ich ein gewisses Ziel erreichen, dieses HLGD an 17.800 Meter. Unterhalb. Das wäre mit einem Flugzeug vielleicht besser zu schaffen. Basic Jet Engine. Das hört sich doch gut an, oder? Zwischen 2 und 8000 Meter, zwischen 200 Meter die Sekunde und 1200 Meter die Sekunde. Okay. Jet Engine. Ach so, das wird was für das Flugzeug sein. Können wir mal gerade gucken. Flugzeug war hier. Ist das der? Ja, der ist das. Okay, dann müssten wir den testen. Können wir eigentlich machen, oder? Nehmen wir mit. Und, was haben wir noch? Diesen hier. Incomplete Kerbin Launch Size. Okay, da brauchen wir noch nicht mal oben sein. Turn the test actually the part through the stage in sequence when all test conditions are met. Okay, alles klar. Was ist das für ein Ding? Was by far the option in our TSS exploratory was a remarkable as we said in true thought that we would frequently be underestimating how Olay 2 standard rate loaded rockets fuel really is was quite clearly part of the reason. Anyway, as you've probably figured out at this point, we now need your help. Keine Ahnung, was das ist. Stack Separator. Gucken wir doch mal rein hier nochmal. Warte mal, war das hier wahrscheinlich, weil es das noch nicht gibt, oder? Soundteil hiervon. Nicht wirklich. Das gibt's wohl woanders. Reaction Wheel, das sind ja keine Separatoren. Decoupler. Motor, das auch nicht. Das kann es auch nicht sein. Wo ist denn das Ding? Adapter. Ah, da ist er. Ach, das ist so ein Decoupler im Endeffekt. Okay. Gut, das ist aber dann nicht so schwer. Dann sollten wir das vielleicht auch noch nehmen. Das war da.
Da ist der. Nehmen wir mit. Gut, dann müssten wir jetzt eine Rakete bauen, die diese zwei Umstände kann. Da sind wir drin in unserem Werk. Das brauchen wir immer, oder? Wie war das? Gehen wir erstmal tiefer. Wir brauchen diesen Separator. Aber der Separator, der... Warte mal, wo waren die Aufgaben? Hier unten. Der muss genutzt werden, wenn wir noch unten auf der Erde sind. Interessant. Okay. Und das andere war der Motor. Aber den müssen wir erst in eine gewisse Höhe bringen. Hier ist er. Das heißt, wir sollten zuerst das Teil drunter bauen. Damit wir hochkommen. Aber wie kriegen wir das dann da dran? Ne? Ach, wir haben ja diese Teile hier. Dann müssten wir, ja, um dann gerade hochzukommen, müssen wir das so anbauen. Und diesen Antrieb, aber der braucht Sprit wahrscheinlich, ne? Dahin. Und dann den Motor darunter. Na komm schon. So, oder? Jetzt brauchen wir noch dieses Teil. Also ein Parachute brauchen wir auch noch. Sollen wir den da hin machen? Wo kann man den denn hin machen? So, das ist schon mal okay. Wo kriege ich das denn dran, ne? Ja, da würde ich aber... Ach, weißt du was? Da können wir den doch dran bauen und machen die Fallschirme hier hin. Kosten so einen Spaß hier. 422. Ja. Irgendwie sieht er aus, als ob der nicht aktiv ist. Der bleibt da nicht dran, oder was? Ah, jetzt ist er dran. So. Ja, sieht doch gut aus, oder? So, Triebwerke sind die beiden äußeren. Die sollten vielleicht nicht als erstes angehen. Sondern als erstes müssen wir diesen Separator da unten haben. Den müssen wir als erstes wegschießen. Dann sollte dieses Triebwerk angehen. Und später das. Ach warte, da müssen wir auch noch was machen. Das muss da rein. Das muss da rein. Ach Gott, das darf gar nicht hier drinne sein. Den brauchen wir gar nicht verbauen, glaube ich, oder? Die machen wir weg. Mach die da wieder dran, dann geht das nicht. So. Kann ja als Ganzes runterkommen wieder. Steht das so richtig? Ich glaube schon, oder? So. Der fliegt als erstes weg. Und dann muss der uns auf die Höhe bringen, damit wir die beiden zünden können. So muss es passen. So, und dann heißt das Ding Jet. Nee, Jet ist Düsen, Düsentest. Oh, da war ein schönes Ü, hä? Kennt er, aber schreibt er nicht so toll. Dann machen wir es so, oder? Sieht besser aus. Gut.
glaube, das war's, hä? Speichern und raus. Gut. Dann gehen wir dahin. Wo ist der Düsentest? Da. Sieht gut aus. Jebediah kann das ruhig machen. Und starten wir. So. Der erste Test sollte ja sofort fertig sein, sobald ich auf die Leertaste drücke, ne? Oh. Ich glaube, da ist schon was auseinandergebrochen. Ich glaube, das lassen wir dann mal besser. Obwohl, den ersten Test kann ich ruhig zu Ende machen. Weil da brauche ich nur einmal klicken und dann ist es erledigt, oder? Ah, interessant. Der Test ist durch, aber da will ich nicht fliegen, weil das hier ist definitiv nicht in Ordnung. Der ist kaputt. Gut, dann würde ich sagen, Gefährt bergen. Und dann können wir das umbauen. Gut. Das haben wir alles wieder gekriegt. Sehr schön. Keine Erfahrungspunkte. Recover. 7,5 Punkte, weiß ich nicht. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal konstruieren. Und das hat gut geklappt. Das muss höher auf jeden Fall. Der kann jetzt weg, den brauchen wir ja gar nicht. Und dieser geht mal dahin, oder? Und hat man nicht schon solche Nasen? Haben wir. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Speichern wir nochmal ab und Launch. Ich glaube, wir können direkt Launch drücken und dann passt das da, oder? So, da ist er. Ich glaube, jetzt ist es heile geblieben, ne? Gut, jetzt müssen wir da oben mal aufmachen und sehen, dass wir auf 2000 Meter kommen bei der Geschwindigkeit. SAS an und ich sag mal 3, 2, 1, go. Ja, irgendwas passiert, aber... Okay. Das war's nicht. Der ist gar nicht hochgekommen. Warum ist denn der hängen geblieben? Ist das zu schwer, ha? Genau, so ist es. Das ist zu schwer. Gut, dann Recover. Doof gelaufen, ne? Kein Schub. Next. Nochmal Geld. Keine Erfahrungspunkte. Contract completed. Okay. Nochmal da rein. Der kam jetzt nicht hoch. Wie viel Schub hat denn das Ding? Thrust 180 und der größere 210. Könnte der das schaffen? So, den auf zweimal da dran gemacht und
ruhig nochmal speichern. Und ja, wie diese Rakete und ob sie startet, würde ich sagen, testen wir dann im nächsten Teil. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.